山东、平山北、新津南、新津。严重违法行为，违法时由公安机关责令改正，应对个人处500元以上。Wir sind gestern Morgen mit dem Zug von Chengdu zurück nach Lechan gefahren, weil wir in Lechan unser Visum verlängern wollten. Wir haben nur ein 30-Tage-Visum für China und das reichte uns natürlich nicht und wir wollten es gerne verlängern und wir haben ein bisschen im Internet recherchiert und herausgefunden, dass Lechan einfach der absolut beste Ort dafür ist. Weil es irgendwie am einfachsten ist und am kürzesten dauert, weil in Xi'an, wo wir jetzt hinfahren, kann es bis eine Woche lang dauern und die Zeit haben wir natürlich nicht, eine Woche da zu warten. Und deswegen haben wir gestern oder vorgestern Abend eine Entscheidung getroffen und sind gestern mit dem Zug nach Xi'an gefahren. Da waren beim Visa Office, haben wir alles abgegeben und heute haben wir jetzt ist das. Wir haben unsere Pässe schon abgeholt, alles wunderbar geklappt und jetzt sitzen wir in dem Zug zurück. Genau, ja, es hat alles hervorragend geklappt. Also ja, wie im Internet beschrieben, absolut freundliche Mitarbeiter in dem Office, alles super organisiert, keine Probleme, hat wunderbar geklappt. Ja, jetzt geht's zurück nach Chengdu. Da bleiben wir dann heute noch den Tag und morgen früh geht's dann weiter Richtung Norden, ja, nach Xi'an. Unsere Räder und so weiter haben wir alles bei unserem Warm Showers Host, bei dem lieben Justin, gelassen. Das hat auch wunderbar geklappt, super freundlich, wunderbar wieder. Ja, und heute arbeitet er, ich weiß nicht, vielleicht sehen wir ihn morgen früh nochmal. Müssen wir mal gucken, wann wir losfahren. Aber ja, jetzt geht's erstmal zurück nach Chengdu. 1,5 Stunden Zugfahrt und morgen sind wir wieder auf den Rädern. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! Okay, und schon sind wir auch wieder unterwegs. Jetzt haben wir uns gerade von unserem tollen Warm Showers Host Justin verabschiedet. Wir haben insgesamt 5 Nächte, glaube ich, wirklich bei ihm geschlafen, quasi mit einem Tag Pause in Lechan, wo wir das Visum verlängert haben und im Hotel geschlafen haben. Ja, super netter Bursche, richtig cool, hat auch eine längere Fahrradtour gemacht, war auch knapp 3 Jahre unterwegs auf der ganzen Welt, auch richtig viel gesehen, also wir konnten uns sehr nett mit ihm austauschen, wunderbar Englisch gesprochen, richtig gut. Ja, jetzt versuchen wir aus der Stadt rauszukommen, Richtung Norden und dann gucken wir mal, hallo, dann gucken wir mal, wo wir heute landen. Oder wie ich gerade, in der einen Hand fährt man und in der anderen hat die Kamera.
Ah ja, hier ist ein Supermarkt. Oh. 60 Kilometer gemacht. Jetzt gucken wir in einen Laden. Kaufen uns einen kleinen Snack für zwischendurch. Ja, die Läden hier sind zum Teil auch so unterhaltsam. Ich dürfte nicht in dem Laden filmen. Bei irgendeiner nächsten Gelegenheit zeigen würde ich die guten Sachen, die es hier gibt. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt so einen Kokosdrink gekauft und Reiskräcker. Wir haben gerade einen echt witzigen Typen getroffen. Ein Chinesen, der ziemlich gut eigentlich echt Deutsch sprechen konnte. Er hat vor 30 Jahren Deutsch gelernt und wir haben uns, glaube ich, echt 1,5 Stunden mit ihm unterhalten. Mix aus Englisch und Deutsch. Und das war ziemlich witzig. Das war ein echt, echt witziger Bursche. Aber eine Sache war echt spannend. Er hatte halt immer wieder betont, dass wir ja irgendwie jetzt seit 3 Jahren unterwegs sind und wir so viel Geld ausgeben und unser ganzes Geld für diese Reise verschwenden. Und ja, die Frage ist, verschwenden wir hier wirklich unser Geld? Könnten wir unser Geld überholen hier und dann... Bleiben Sie halt doch wieder stehen. Egal. Also, die Frage ist, ja, verschwenden wir auf unserer Reise unser ganzes Geld? Könnten wir es nicht viel besser anlegen? Wir könnten uns so viele neue Fernseher und neue Telefone, neue Klamotten, Häuser, Autos, etc. kaufen. Was meinst du dazu? Dass man das irgendwie gar nicht so realisiert, die ganzen Emotionen, die ganzen Begegnungen, die ganzen Erlebnisse, dass das quasi, wofür wir das Geld ausgeben, ist, das ist quasi, das können wir einfach viele Leute nicht nachvollziehen. Und wenn wir sagen, dass wir nichts besitzen und kein Haus haben, dann halten sie sich so auf den Kopf und und irgendwie können sie das auch nicht so richtig nachvollziehen. Aber, unserer Meinung nach legen wir unser Geld richtig an. Das ist die beste Kapitalanlage der Welt, die Erinnerungen, die uns bleiben. Absolut, ganz genau so ist es. Aber ja, gerade hier in China ist uns das auch wirklich jetzt wieder sehr bewusst geworden, in was für einer Konsumgesellschaft wir doch wohnen oder leben. Überall wird gekauft und konsumiert, ohne nachzudenken, ohne die Sachen wertzuschätzen. Es ist eine verrückte Welt. Wir sind sehr froh darüber, diesen Lebensweg gewählt zu haben, den wir jetzt im Moment leben. Wer weiß, wie es weitergeht, aber jetzt im Moment sind wir absolut glücklich und zufrieden damit, unser ganzes Geld in dieses Abenteuer zu stecken. Eine kurze Unterbrechung und ein Dankeschön an NordVPN, den Sponsor dieses Videos. Wir haben für euch alle YouTube-Werbeunterbrechungen während dieses Videos deaktiviert. Und stattdessen wird Michel jetzt kurz erklären, was es mit NordVPN auf sich hat. Ein VPN oder ein virtuelles privates Netzwerk ist eine Software, die es dir auf deinem Computer oder auf deinem Smartphone ermöglicht, sicher und anonym zu surfen. In China waren wir tatsächlich tagtäglich auf einen VPN angewiesen, da die chinesische Regierung Seiten wie Facebook, YouTube und Wikipedia blockiert. Mit einem VPN kann man diese Blockaden umgehen und so war es für uns also auch aus China möglich, Videos auf YouTube hochzuladen und Bilder auf Facebook zu teilen. Ein VPN ist aber nicht nur auf einer Fahrradweltreise sinnvoll, sondern bietet dir auch im normalen Leben
einige Vorteile, wie zum Beispiel volle Anonymität und Sicherheit, auch beim Surfen in offenen WLANs, in Cafés oder am Flughafen. Du kannst mit deinem VPN auf gesperrte Inhalte und Apps zugreifen oder auch Filme und Serien von Netflix aus den USA. Und du hast einen effektiven Schutz vor Hackerangriffen, zum Beispiel beim Online-Banking. NordVPN bietet dir dabei die höchsten Sicherheitsstandards und ist Marktführer in diesem Segment. Wenn du den Gutscheincode rausgefahren benutzt, bekommst du einen Rabatt von 68% und kannst dabei gleichzeitig unseren YouTube-Kanal unterstützen. Ja, wir fahren durch die nächste namenslose, naja, nicht namenslose Stadt, aber halt komplett unbekannte Stadt und also für uns. Und die Wahrheit ist einfach, auch das ist wieder eine riesige Stadt mit riesigen Wolkenkratzern, mit super krassen Shopping-Malls und Einkaufsstraßen und Geschäften und riesigen Straßen. Das sind alles irgendwelche Nebenstraßen, die wir hier fahren. Das sind keine Hauptstraßen oder sowas. Die sind alle drei-, vierspurig, haben dazu diesen Seitenstreifen, sage ich mal, wo halt Fahrradfahrer, Rollerfahrer und die Teile hier fahren, diese Elektro-Tuk-Tuks. Das ist einfach so krass. Diese ganzen riesigen Städte und überall wird gebaut. Und niemand kennt die. Das sind ja, irgendwelche Millionenstädte, die halt einfach da sind. Aber ja, es ist so anders als in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionenstädte gibt es in Deutschland. Also Berlin, Hamburg. München? Ist München eine Millionenstadt? Ja? Köln, echt? Köln? 1,1. Das werden wir überprüfen. Achtung! Ja, auf jeden Fall sehr, sehr abgefahren. In China gibt es wahrscheinlich tausende von Millionenstädte. So krass. Ja, auf der anderen Seite sind irgendwie gerade zwei Jungs mit so einem Laufwagen unterwegs. Sie sind in die andere Richtung unterwegs. Hallo!
Ni hao. Dann noch Kurger, Junge. Sag es ja. Hi, ni hao. Tu parles français? Tu parles pas français? A little bit. je ne parle pas français. Ça va? Ça va? Ça va bien. We go to Xi'an. Xi'an, Chengdu. You go Xi'an, Chengdu? Xi'an, Chengdu. Walking. Wow. Très bon. Oui, oui. Wow. Yes, this guy can take a photo of us. Oh, he can't. Hello. Hello. Ni hao, hello. So a reason why do you walk? Pourquoi? La 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 la. Palestina, Palestina. Hola. Nice. Bye bye. Bye bye. Safe travels for you. Shishi. Bye bye. All the best for you. Très bon. Bon courage. Bye bye. Wow, nicht schlecht. Einmal, ja, Xi'an, Chengdu. Das sind ungefähr 1000 Kilometer. Also. Wow. See you guys! Ja, ich dachte, man muss auf jeden Fall anhalten. Wenn man läuft und auf einmal irgendwie so ein bisschen Pause machen kann und seine Abwechslung hat, das ist nett. Der wollte Fotos machen und dann habe ich angehalten. Dann kam er.